Hallo zusammen, willkommen wieder bei einem weiteren Auspackvideo. Diesmal ein Paket aus Deutschland, wie ich sehe, von einem Import-Export-Firma aus Bruchsal. Ich schneide den Karton mal mit meinem Teppichmesser auf, versuche natürlich den Inhalt dabei nicht zu beschädigen. Und schauen wir mal, was wir da drin gefunden haben. Für euch ist das spannender. Ich weiß ja, was ich bestellt habe, gebe ich zu. Es ist mal wieder ein Flugmultimeter. Diesmal handelt es sich um den Typ 17B+. So, zusätzlich ist in dem Karton noch ein kleiner Zettel. Netterweise, wo einige Parameter des Multimeters sogar auf Deutsch erklärt sind. Ich gehe aber mal davon aus, dass das der Importeur dabei gelegt hat und nicht sich das um einen Originalflugzettel handelt. Sehr knapp gehalten, ersetzt natürlich kein Handbuch, aber wie ich vermute, ist natürlich aufgrund der Kartonbeschriftung auch wieder in einer Sprache das Handbuch gehalten, die ich aufgrund meiner fehlenden Sprachkenntnisse persönlich jetzt selber nicht verstehe. Macht aber nichts, bisher bin ich auch mit jedem Multimeter auch ohne Anleitung zurechtgekommen. Wie zu vermuten ist, genau. Ich gehe mal davon aus, dass das alles auf Chinesisch ist. Handbuch. Eine kleine Werbebroschüre. Sind wir hier? Vielleicht eine Art Garantieschein. ISO 9001 Zertifikat auf Englisch. Und ja, noch ein paar Warnhinweise. Doch wieder auf Englisch, Französisch und sogar auf Deutsch. Kommen wir mal zu dem spannenderen Teil. Ich packe das mal, das Multimeter hier aus der Tüte aus. Hier sind wieder Originalflug. Ich gehe mal davon aus, dass es Originalflug Messleitungen sind. Sind jedenfalls mit Flug bezeichnet und auch aufgedruckt und haben das bekannte Look and Feel. Dann ist hier noch ein Thermomessfühler. Wenn man genau hinguckt, handelt es sich hierbei um den K-Typ. Kann ich nachher noch mal was dazu erzählen. Das Display ist wieder mit einer Schutzfolie beklebt. So, das packe ich jetzt erstmal dann alles weg. Das ist das, was wir hier im Karton finden. Messleitung, den Thermofühler, das Handbuch, ein paar Werbebroschüren und auch das natürlich Wichtigste, das Multimeter. Gut, ich habe jetzt hier mal meinen Dinosaurier hervorgeholt. Und zwar handelt es sich hierbei um Kiesli 177 Mikrovolt DMM oder Digital Multimeter. Das will ich mal antreten lassen gegen das Flug. Und zwar, indem ich jetzt hier beginne, mal einige Spannungsbereiche, also Gleichspannungsbereiche durchzutesten. Vielleicht noch zu dem Kiesli. Das ist Jahrzehnte alt auf jeden Fall und auf gar keinen Fall geeicht. Das hat seine Zeit hier einfach hinter sich. Aber so mal zum Vergleich mit dem Flug ist das gar nicht schlecht. Und was ich hier auch noch hervorgeholt habe, ist mein zuletzt angeschafftes Flug 15B+. Das soll ja auch mal parallel mal auch einfach so als Referenz die Spannungsbereiche mit anzeigen. Mal gucken, welches von den dreien sich so am besten schlägt. Also ich werde meine Billigspannungsquelle hier
immer so einstellen, dass das Flug 17B Plus einen richtigen Wert anzeigt, wie zum Beispiel jetzt 1,500 Volt. Und dann zeige ich euch mal, was die anderen Multimeter da im Vergleich zu anzeigen. Also bisher schlagen die sich ja ganz gut. Alle zeigen bis auf vielleicht ein paar Digits die gleichen Werte an. Als nächstes versuche ich jetzt hier mal relativ genau 5 Volt einzustellen. Hier gibt es nämlich bei der Spannungsquelle einen Grobregler und einen Feinregler. Das ist dann immer gar nicht so einfach, das so richtig einzustellen. Gut, also 5 Volt Bereich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier mal ganz genau hin. 4,998 bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte es jetzt 5,00 haben. Da haben wir schon 5,00 Volt. Und als nächstes stelle ich dann mal 10 Volt ein. Da muss ich noch ein bisschen gröber einstellen und dann wieder die Feineinstellung bis runter auf den Wert. Also kleiner Tipp, ich stelle mir das immer so ein, dass ich den Feinregler genau in die Mitte einstelle, dann stelle ich den groben Wert ein, dann kann ich nämlich mit dem Feinregler hoch und runter gehen. Nach 10 Volt gehen wir auch mal nochmal runter in den Millivolt-Bereich. Natürlich muss ich da die Messgeräte gleich nochmal umstellen. Decken oder schalten. Gut, zum Anfang erstmal nur schalten. Gut, schalte ich auch nochmal das Kiesli einen Bereich runter. Und die beiden Flugs auch in den Millivolt-Bereich. So, ich versuche jetzt mal hier so 200 Mark. Das Kiesli nicht, dann ist es schon der Bereich überschritten, was jetzt auf den 200 Millivolt Bereich eingestellt war. Aber versuchen wir es doch mal, sagen wir mal mit 100 Millivolt. Gucken, ob ich die einigermaßen eingestellt bekomme. Es ist schwierig. Ne, der Feinregler wird da nicht ausreichen. Sobald man eine gewisse untere Grenze erreicht hat, rutscht das dann quasi fast schon auf Null runter. Na gut. Vielleicht schaffen wir das ja dann wenigstens 20 Millivolt einzustellen. Entweder zu viel oder zu wenig. Und ja, könnte klappen. Gut, geht ja nur um die Tendenz, aber wie wir vielleicht so im Groben sehen, alle drei Messgeräte zeigen da schon wenigstens annähernd den gleichen Wert. Und darum ging es mir eigentlich auch, dass ich jetzt hier mal sehe, dass alle meine Messgeräte einigermaßen im gleichen Bereich sind. So, ich schalte mal runter auf den 20 Millivolt Bereich bei dem Kiesli. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht geeicht, das kann man jetzt nicht so zählen. Gut, nach dem Spannungsmessen gucke ich mir auch das Ganze nochmal beim Strommessen an. Jetzt habe ich alle Messgeräte in Reihe geschaltet. Also der ganze Strom fließt jetzt einmal durch jedes Messgerät hindurch und dann wieder zurück in den Minuspol. Also, wie ihr seht, das Kiesli ist jetzt auf Ampere gestellt und die Messbuchsen in den Flugmultimeter sind umgesteckt. Also das
Die rote Messleitung steckt in der Milliampere-Buchse. Ich versuche jetzt mal ca. 100 mA oder 150 mA einzustellen. Ich hoffe, das gelingt mir und das Flug 17B+ zeigt 150,0 mA an. Als nächstes gehe ich mal ein bisschen höher. Gut, das Kiesli hat keine Auto-Range-Funktion. Ich muss wieder einen Messbereich hochschalten in den 2000 mA-Bereich oder 2 Ampere-Bereich. Mehr schafft das Kiesli-Messgerät auch nicht. Ich versuche es jetzt mal mit... Na, da geht meine Spannungsquelle in den konstanten Voltbereich, also Constant Voltage Sperre ist da eingestellt. Ich jetzt versuche höher zu stellen, jetzt gut, jetzt haben wir 300 mA, 300,0 auf dem 17B+. Versuche ich es höher. Muss ich natürlich auf den Ampere-Bereich schalten und natürlich, ja. Die Messleitungen müssen natürlich auch in die Ampere-Buchse rein. Dann klappt das auch mit der Ampere-Anzeige. Ich schalte jetzt nochmal. Versuche mal 500 mA einzustellen oder jetzt in der Anzeige 0,500. Gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Und nach dem halben Ampere versuche ich jetzt auch nochmal 1 Ampere einzustellen. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, Grobeinstellung, jetzt nochmal die Feineinstellung, obwohl fast haben wir es ja geschafft. Na, auf dem Flug will ich schon 1,000 sehen. Da sind die 1,000. Jetzt wieder ein Digit zu hoch. Aber das macht ja nichts. So, schaltet sich schon. Schwingt da immer hin und her. Das Kiesli ist ja schon ein bisschen drüber hinweg. Kommen wir jetzt auch noch zum Testen mit einer Spannungsreferenz und zwar hier dem Typ von Analog Devices AD584. Hier handelt es sich um die Bauform TU99 und wir haben hier Spannungsbereiche 10 Volt, 7,5, 5 und 2,5 Volt und speziell handelt es sich hier um die Variante L, die sehr präzise ist. Und zwar ist auf dem Gehäuse AD584LH aufgedruckt. Und hier noch ein paar Beispiel-Anschlussschaltungen. Schließen wir das Ganze mal an. Hier ist die fertige Platine mit dem AD584LH. Ich schließe das jetzt an 12 Volt an, die aus meinem Netzteil kommen. Und beginne, weil die Brücken dort so gesetzt sind, mit 2,5 Volt.
So, auch die Messleitung entsprechend einstecken. Das Ganze nochmal einschalten. So. Und wie wir sehen, bis auf ein Digit ist das auch ganz genau 2,5 Volt. Genau das wollte ich ja sehen. Dann der nächste Bereich wäre dann 5 Volt. Dazu müsste man hier die beiden Brücken umstecken. So, wenn das nicht klappt, die beiden gleichzeitig umzustecken, dann mache ich es halt lieber einzeln. Gut, wenn wir das fertig haben, kommen die Messleitungen wieder rein. Und wir sehen, ja, 5,00 oder 4,99, ein Digit-Abweichung, das ist aber perfekt. Und nach den 5 Volt dann nochmal die 7,5 Volt. Auch wieder beide Brücken umstecken. Wenn man dann die richtige Position auch trifft. So. Das muss doch klappen. Wieder in die Messleitung rein. Und wir haben 7,50 oder ein Digit, schwankt das hin und her. Passt. Und noch den 10 Volt Bereich. Ja, man kann auch beide Brücken gleichzeitig stecken. So wollte ich das sehen. Dann habe ich hier auch noch eine Stromreferenz von Texas Instruments Ref 200. Sehr genau 100 Mikroampere, zweimal kann man hier rausgeben. Einen großen Spannungsbereich 2,5 Volt bis 40 Volt und auch noch ein Stromspiegel, den man hier zum Vergrößern der Bereiche benutzen kann. Es gibt hier die Anschlüsse eben für die 100 Mikroampere zweimal. Hier auch noch die Bauform. So, nochmal zurück. 8-Pin SOIC. Und was vielleicht spannender ist, wie benutze ich das Ganze? Hier mal ein paar Beispiele. Wie kann ich aus der 100 Mikroampere auch 200 Mikroampere machen? Gibt es hier auch noch ein Schaltbild, wie ich nur die einzeln benutze? Ja, hier gibt es nur ein paar weiterführende Schaltungen. Ja, bleiben wir mal hier. Wenn ich nur eins benutze, kann ich 100 Mikroampere bekommen. Schalte ich die parallel, kriege ich 200. Oder ich benutze hier diesen Stromspiegel, um 300 Mikroampere bzw. 400 Mikroampere meine Referenz aufzubauen. So, ich habe den Ref 200 Chips hier auf eine Adapterplatine aufgelötet und zwar zwei Stück, damit ich auch ein bisschen mehr testen kann. Aber ich möchte jetzt erstmal nur einen Chip benutzen und schließe dann an mein Netzteil hier den Pin 8 an. Und zwar ja an Plus, Pin 8 an Plus, dann den Pin 1 an den positiven Eingang von meinem Flugmessgerät und den Minuspol an das Netzgerät.
Und wie wir sehen, kommen hier 99,4 Mikroampere heraus. Jetzt versuche ich auch nochmal zweimal 100 Mikroampere aus dem Chip rauszukriegen, indem ich parallel das hier anschließe. So, und dann kriegen wir 199,4 Mikroampere. So, als nächstes gucke ich mir nochmal den Durchgangsprüfer an. Schalte dazu das Gerät in den Ohm-Bereich. So, reagiert wie üblich bei Flug ultraschnell. Gut, und was ich mir jetzt dann noch angucken möchte, ist das den K-Typ Temperaturmessfühler. Einmal, indem ich jetzt hier den Messfühler erstmal reinstecke in die entsprechenden Buchsen. Und messe jetzt erstmal nur die Umgebungstemperatur. Und weil ich jetzt hier nichts anderes habe, versuche ich auch nochmal die Temperatur von meinem, will sagen, Heißgetränk messen. Die Temperatur steigt, aber ich will das noch ein bisschen mehr. Wir wollen hier nochmal ein bisschen mehr sehen als Körpertemperatur. So, ich drücke das hier immer noch mal ein bisschen fester drauf. So, das ist jetzt kein Fieber mehr. Ja, das soll es auch gewesen sein hier mit dem Temperaturmessen. Und noch ein paar Worte zu dem K-Typ Temperaturmessfühler. Hier handelt es sich um zwei Metalle, die miteinander legiert sind und bei einem Temperaturunterschied entsprechend im Millivolt-Bereich eine Spannung erzeugen. Bei minus 100 Grad beispielsweise 3,554 Millivolt, bei 0 Grad 0 Millivolt. Gucken wir uns nochmal auch den positiven Temperaturbereich an. 100 Grad 4,096 Millivolt, 200 Grad 8,138 Millivolt und bei 312, irgendwas Millivolt und bei 416,3. Und hier auch mal ein Datenblatt von einem anderen Hersteller und wie wir sehen, kommen dort exakt die gleichen Millivolt-Werte raus wie beim anderen Hersteller. Ich verlinke euch mal die Datenblätter dann in den Beschreibungen. Und gucken wir uns auch nochmal den Standfuß an, wie gut der sich ausklappen lässt. Hier ist das Batteriefach. Steht doch ganz gut und kann auch im Stehen gut abgelesen werden. Zeigen wir es mal nochmal von der Seite, wie gut das
stabil steht. Und wir gucken uns auch noch mal an, wie das Gerät aus der gelben Gummipolsterung rausgenommen werden kann. Und natürlich, wie man das dann wieder zusammenbaut. Ich hoffe, wie immer, ihr habt was gelernt und es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein.